Haben Sie jetzt gerade gesagt, dass durch die Migration die Frage der Mieten bestimmt wird? Das habe ich gesagt, vor der Bundestagswahl. Zu sagen, eine Impfpflicht wird es mit uns nicht geben. Von allen Seiten, inklusive des späteren Kanzlers. Ich glaube, Friedrich Merz ist genauso ein Antifaschist. Ja. Heftige Klatschen, die Markus Lanz hier verteilt. Er wird noch zum ersten Wahlkämpfer, vor allem zum Wahlkämpfer des Monats für die AfD hier ernannt. Gestiegene Mieten wegen Flüchtlingen im Land. Oh, ein böses Thema. Es geht weiter. Eine Impfpflicht, die jeder ausgeschlossen hat und am Ende dann doch umgesetzt wurde. Oh, und der Prinzensänger, ja, den hat er eingeladen, Katastrophe, redet vom Antifaschisten Merz, vom Antifaschisten Kretschmer und die Frau von der CDU, die hat ihn dabei unterstützt. Sie lassen die Masken alle fallen, inklusive Markus Lanz. Aber damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Ich habe mich schon vor der Sommerpause gefragt, was bei Markus Lanz denn los ist, ob er sich vorbereitet, in Zukunft auch einen Job zu haben, wenn der öffentlich-rechtliche mal größer reformiert werden sollte, oder ob es ihm jetzt wirklich zu nahe geht. Bei einem meiner Onkel ist es auch so, er war jahrelang, jahrzehntelang großer Verfechter der Grünen, inzwischen hasst er die Grünen, er verabscheut sie von tief innen heraus. Das Problem, seine Kinder hat er grün erzogen und da gibt es jetzt innerfamiliäre Konflikte. Mich amüsiert das immer ein bisschen, weil ich schon immer gesagt habe, der hat einen grünen Vogel, aber lassen wir meine Familie da raus. Wir kommen zurück zu Markus Lanz und er packt hier Themen an. Leute, es ist sensationell. Hören wir mal zu, es geht um die Wohnkosten. Der Politiker, der hier befragt wird, es ist einer von den Linken. Und passt mal auf, bis zum Schluss, da war wohl einer bei den Linken, der ist Porsche gefahren, der ist jetzt beim BSW. Aber wir fangen an. Für beispielsweise niedrige Mieten. Wie passt das zu Ihrer Aussage, wir werden niemals eine, wie auch immer geartete, Obergrenze für Migration festlegen, sondern wir werden die Grenzen, wir werden Deutschland offen halten und lassen damit zu, dass genau dort, wo unsere Klientel sitzt, ein sehr harter Kampf, ein Wettkampf, ein Konkurrenzkampf um genau das entsteht, nämlich bezahlbaren Wohnraum. Wie passt das zusammen? Haben Sie jetzt gerade gesagt, dass durch die Migration die Frage der Mieten bestimmt das wird? Das heißt, die Mieten sind höher? Ich habe gesagt, dass am unteren Ende, dort, wo Ihre Kundschaft sitzt, dass genau dort durch den Zuzug von sehr vielen Menschen, und das ist ehrlich gesagt eine Binse, natürlich ein Konkurrenzkampf, ein harter Konkurrenzdruck um bezahlbaren Wohnraum entsteht. Genau das habe ich gesagt. Aber dann kennen Sie sich nicht genug aus. Sie Sonneberg, kennen Sie Sonneberg? Sonneberg, erster AfD-Landrat, höchster Anteil von AfD-Wählerinnen dort. Herr Sesselmann. Ja, die haben, ich glaube, 10-20% Leerstand dort. So. Dieser enge Zusammenhang, den Sie da machen. Ich wohne in Hamburg, St. Pauli. Und wollen Sie mir sagen, dass die Mieten in St. Pauli gestiegen sind, weil wir Migration haben? Die Mieten sind gestiegen, weil irgendwelche reichen Erben den letzten Pfennig daraus pressen. Ja, Frau Prien, das ist der Unterschied zwischen CDU genau und Linke. Der Unterschied zwischen uns. Und ich möchte nicht, dass irgendwelche reichen Erben, ich glaube, Mieten so weit erhöhen, dass die Leute sich die Sendung und dreht durch. Es gibt diverse Leute, die können sich die Mieten in St. Pauli nicht mehr leisten, müssen raus aus der Stadt ziehen. Für ältere Leute ist das ein großes Drama, weil irgendwelche reichen Erben damit Porsche fahren wollen. Ja, und ich finde das so falsch. Die Welt ist so einfach. Nein, sie ist es nicht. Doch, Sie könnten zum Beispiel in Ihrer CDU-Regierung in Schleswig-Holstein dafür sorgen, dass kein Grund und Boden mehr, dass nichts mehr an andere Privatiers geht als an Genossenschaften. Ja, das könnten wir, das wollen wir aber nicht, weil wir das für grundsätzlich falsch halten. Sie wollen, dass jemand von meiner Miete Porsche fährt und ich finde das falsch. Es ist so platt, Herr von Entschuldigung, also, das könnte ein netter Abend werden. Sind Sie nicht legendäre Porsche-Fahrer in Ihren eigenen Reihen? Nee, doch, der ist doch, bei doch. BSW. Ah. Ist er mittlerweile... Ach, okay. Ja. Okay, deswegen ist er jetzt böse. Ist rechts abgebogen. Ja. Okay. Ist rechts abgebogen. Das war wirklich gut von Markus Lanz. Aber was ein völliger Wahnsinn, Sie hier vom Stapel lassen. Katrin Brien hier von der CDU hat auch gesagt, das ist wirklich der Unterschied.
Herr von Aken kann es sich leisten, in St. Pauli zu wohnen. Dabei ist er von den Linken, von den Antikapitalisten. Und um jetzt hier mal die Fakten wieder in das Video mit hinein zu flechten, warum steigen die Mieten? Ja, es gibt ungefähr 5% Leerstand in diesem Land, aber der Leerstand ist örtlich dort, wo Wegzug besteht oder weniger Arbeit. Es gibt Zuzug meistens nur da, wo Infrastruktur da ist, wo es Arbeit gibt etc. Und natürlich die Ballungsgebiete. Aber warum steigen die Mieten wirklich? Das hat in den allerseltensten Fällen etwas mit den Porsche-Fahrern zu tun, sondern mit der Gesetzgebung des Bundes. Und das ist das, was die Leute immer aus dieser Diskussion herauslassen. Wenn man seine Immobilie steuerlich geltend machen möchte, das heißt, wenn man die Ausgaben für Handwerker dann auch gerne abziehen möchte an den Mieteinnahmen, ihr kennt das eventuell, dann muss man eine Mindestmiete einhalten. Und das sagen sie nicht dazu. Wenn man weniger als für 2/3 des marktüblichen Preises vermietet, geht das Finanzamt von Liebhaberei aus. Das heißt, eine untere Grenze im Mietniveau wurde gesetzt, und zwar politisch. Das heißt, wenn 10 Euro der Mietspiegel ist, dann dürft ihr nicht unter 6,66 Euro vermieten. Ansonsten verliert ihr die volle steuerliche Abschreibung. Dazu kommt, wenn ihr diese steuerliche Abschreibung benutzen möchtet, müsst ihr natürlich auf eure Mieteinnahmen dann auch Steuern bezahlen. Das ist der nächste große Punkt, denn bis zu 42% Einkommenssteuer wird dann darauf fällig. Das nächste ist, es gibt die Mietspiegel, wo auch die Linken immer wieder dafür sind. Und da haben sie sich mit der Mietpreisbremse sowas von ins Bein geschossen. Der Vermieter, der Oma in St. Pauli, jetzt mal angenommen, hat folgende Möglichkeiten. Der Mietspiegel steigt aufgrund der Neuvermietungen. Das bisschen, was noch neu gebaut wird, darf ja ohne Mietpreisbremse vermietet werden. Da gibt es Neuvertragsmieten 20, 25, 30, 35 Euro pro Quadratmeter. Alles schon gesehen, denn gesetzlich no limit. Das fließt allerdings dann alle 2 Jahre in die Berechnung des Mietspiegels mit ein. Und der Mietspiegel steigt automatisch. Wenn jetzt Oma Erna aus St. Pauli immer 6 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter gezahlt hat, inzwischen aber die 6 Euro Kaltmiete nur noch die 2/3 der ortsüblichen Vergleichsmiete darstellen, dann ist der Vermieter gezwungen, aufgrund der Gesetzeslage die Miete bei Oma Erna anzuheben, damit er seine steuerliche volle Abschreibung beim Finanzamt nicht verliert. Das ist völlig unabhängig davon, ob das Ding Cashflow positiv oder negativ ist, also ob er Geld reinsteckt oder nicht. Aber für die Linken ist die Welt so einfach, dass es hier immer nur Porsche-Fahrer sind. Ich fahre gar kein Auto und bin froh, wenn meine eine Immobilie, die ich habe, am Ende dann auch abbezahlt ist. So viel zum Thema linke Politik. Aber Markus Lanz, er ist nicht nur witzig gewesen mit dem Rechtsabbiegen, das war wirklich gut. Der Porsche-Fahrer von den Linken ist dann rechts abgebogen zum BSW. Er legt jetzt hier nochmal den Finger in die Wunde, weil sie alle wirklich nicht verstehen wollen, warum die Leute die Schnauze voll haben. Und zwar, weil ihr sie belogen habt, und zwar öffentlich belogen, in Talkshows belogen. Und jetzt geht es hier um die Impfpflicht und vor allem um Karl Lauterbach. Hören wir einmal rein. Vor der Bundestagswahl zu sagen, eine Impfpflicht wird es mit uns nicht geben. Von allen Seiten, inklusive des späteren Kanzlers. Mit der Begründung und dem Verweis auf deutsche Geschichte. Um dann hinterher zu sagen, Freunde, die Lage hat sich geändert, jetzt leider Impfpflicht. Ja, aber die Lage hat sich doch geändert. Die Lage hat sich doch geändert. Man muss doch irgendwie da gucken, wenn man Frau Baerbock oder Herrn Habeck vor 3 Jahren gesagt hätte, ihr müsst jetzt hier mal einen Krieg managen. Die Lage hat sich geändert. Das haben sich viele, also durch die Pandemie hat sich ganz viel geändert. Man muss doch darauf eingehen, was sich dann ändert. Und ich finde, da muss man wirklich über seinen Schatten springen. Entschuldigung, 2021 hatten wir bereits anderthalb Jahre Pandemie hinter uns. Wir hatten bestimmte Erfahrungen. Werft das keinem vor, wenn es gerade passiert. Aber das in Bausch und Bogen hier sitzend, ganz häufig auszuschließen, um dann nach der Bundestagswahl zu sagen, Freunde, jetzt leider doch Impfpflicht. Sorry. Es geht das nicht. Problem dabei. Da hat er wirklich einen Punkt. Und gestern war eine wichtige Gerichtsverhandlung. Dort hat der RKI-Chef ausgesagt und die Richter, sie sind fast vom Stuhl gefallen. Sie haben das Ganze jetzt abgegeben nach Karlsruhe zur Prüfung der Verfassungsmäßigkeit. Es geht um die Impfpflicht in Gesundheitseinrichtungen. Und der Herr vom RKI hat gestern die Bombe vor Gericht platzen lassen, dass
alles erstunken und erlogen war. Die Hochstufung der Lage war politisches Management für den Lockdown. Damit wird das alles unverhältnismäßig und grundgesetzwidrig sein. Wirklich spannend, wie jetzt scheibchenweise auch Karlsruhe dazu gezwungen wird, die Corona-Dinge nochmal neu aufzurollen. Ebenfalls hochspannend, der Richter mit dem Maskenurteil, der wegen Rechtsbeugung aus dem Dienst entfernt wurde, der Generalbundesanwalt mit dem schönen Namen Jens Rommel, hat gestern eine Aufhebung des Gerichtsurteils beantragt. Er sieht Verfahrensfehler, denn die vorgeworfene Rechtsbeugung benötigt einen Vorsatz der Tat. Wenn es keinen Vorsatz gibt, dann ist es einfach nur ein Urteil, was politisch nicht gewollt war. Und hier hat Erfurt das gar nicht geprüft und hier sieht der Generalbundesanwalt Verfahrensfehler. Es geht um nicht weniger als den Richter, der 45 Jahre Anspruch auf Pension verlieren soll oder behalten soll. Es ist wirklich hochspannend. Hier, der Prinzensänger, er hat jetzt noch mehr gesagt. Da wird einem wirklich schlecht. Da wird einem wirklich schlecht. Aber es schauen hier so viele aus Sachsen und Thüringen zu. Ich muss euch das zeigen, wenn ihr offen im Fernsehen beleidigt werdet. Und ich kann mir ganz oft vorstellen, dass viele Leute, die, ich will jetzt gar nicht Elfenbeinturm sagen, aber die sozusagen aus der Berliner Politik über die Zustände reden, die im Osten und vor allem in Sachsen und vor allem in Thüringen, glaube ich, am allerschlimmsten, was da auf den Straßen los ist und was da wirklich an Faschismus passiert, der mittlerweile in die Mitte der Gesellschaft gerückt ist. Ihr habt keine Ahnung, was da wirklich auf uns zurollt. Und deswegen unterschreibe ich das erstmal, dass es erstmal darum geht, zurzeit das Wort Antifaschismus wieder salonfähig zu machen. Ich werde manchmal als Antifa beschimpft, ja. Wenn ich irgendwie sage, ey, das ist eine antifaschistische Aktion. Ich glaube, Friedrich Merz ist genauso ein Antifaschist. Der sollte ein Antifaschist sein. Er muss ein Antifaschist sein, weil er ein Demokrat ist. Ich rede manchmal mit Michael Kretschmer und sage, hey, Michael, sag mal Antifa. Ja, klar, er ist Antifaschist. Und da müssen wir uns einigen. Und dieses Problem müssen wir sehen. Deswegen verstehe ich, dass du jetzt sagst, irgendwie, dieses ganze Geplänkel. Und ich verstehe das Dilemma, wie gesagt. Ich verstehe das Dilemma total. Der Faschismus auf den Straßen in Sachsen und in Thüringen, hat er gesagt. Und das Schlimme ist, er meint damit die AfD-Wähler. Aber er müsste damit meinen, die richtigen Neonazis, die es gibt. Und das ist es, was diese Gesellschaft einfach weiter spaltet. Es sind nicht ein Drittel der Wähler faschistisch im Osten. Das ist völliger Wahnsinn. Es gibt die Leute von 1% mit der Wahlfälschung jetzt in Dresden. Es gibt richtige Leute von Die Heimat noch, NPD. Also so richtig rechtsextreme Leute. Dann teilweise wirklich ordinär mit Springerstiefeln und mit Glatze. Das sind 1%, 2%. Aber das eine Drittel der Wähler, und das hat er hier über einen Kamm geschoren, sie wären hier alle Antifaschisti. Und da muss man sagen, Leute, das wird in einer riesengroßen Katastrophe enden. Und zwar egal, in welche Richtung das am Ende geht. Viele haben mich dafür wieder deabonniert, dass ich Alice Weidels Fehler aufgezeigt habe. Dabei habe ich ja sogar im Video gesagt, Alice wird es wohl besser gewusst haben. Und die Sache ist nicht, dass ich nachschauen musste, was eine Sperrminorität ist, sondern was laut Thüringer Landesverfassung darunter fällt. Was es im Prinzip ist, weiß ich. Die Sache ist nur, ein bisschen Kritik an Alice Weidel und alle rennen weg und sprechen sie zu Heiligen. Das ist genauso problematisch, wie wenn sie jetzt auf der anderen Seite ein Allparteienkartell schmieden. Das ist am Ende nur nicht für das Wohle des deutschen Volkes. Es geht dann am Ende wieder nur um die eigene Tasche. Wie gesagt, Politik ist das Geschäft der dreckigen Wäsche und wir waschen jeden Tag. Aber wie findest du die Sendung von Markus Lanz? Ich fand sie hochspannend, was da zwischen den Zeilen auf einmal wieder für Aussagen gedroppt wurden, gefallen sind. Es ist wirklich phänomenal. Wenn du aber auch die Schnauze voll hast von diesem Land, kann ich nur empfehlen, Auswandern mit Kopf, für jung oder alt, für arm oder reich, der neue Zweitkanal von mir, der sich mit dem Thema Auswandern befasst, egal ob mit viel oder wenig Geld, ob jung oder alt, für jeden versuchen wir hier eine Lösung zu präsentieren. Damit kann ich nur noch mal sagen, suchst du noch die Bilder der syrischen Großhochzeit, dann schau mal bei mir auf Telegram vorbei. Ansonsten abonniere diesen Kanal, dann verpasst du keines meiner Videos. Und YouTube fängt jetzt wieder an, manche Videos ohne Benachrichtigungen der Abonnenten zu veröffentlichen. Also immer aufpassen, wenn es was Neues gibt. Und damit ciao, bis bald.